Heute spiele ich 25 Tage Minecraft, aber als Katze. Und halt! Bevor ihr sagt, ich bin eher so der Hundetyp, das Video ist nichts für mich, ich verspreche euch, wir holen uns einen Hund als Freund. Hatte ich euch schon erzählt, dass ich nicht irgendeine Katze spielen werde, sondern den bekanntesten Kater, der keine Stiefel trägt? Garfield? Richtig, denn Garfield stimmt heute nicht nur meinen YouTube-Kanal, sondern ab dem 9.5. auch die deutschen Kinosäle mit dem Film Garfield – Eine extra Portion Abenteuer. So. Und? Wie schaue ich aus? Während ich mir jetzt mein Standard-Equipment heranschaffe, erkläre ich euch mal, wie das hier ablaufen wird. Denn wir müssen in den nächsten 25 Tagen ganz schön viel schaffen. Und zwar haben wir 7 Aufgaben, die wir erledigen müssen. Passend zu den 7 Leben, die eine Katze hat. Dazu aber später mehr. Nummer 1, Basebau. Und da wir nicht irgendeine Katze sind, bauen wir auch nicht irgendeine Base, sondern Garfields Zuhause. Ja, da gibt es so ein paar Unteraufgaben dazu. Ganz wichtig, es muss einen Kühlschrank, einen Fernseher und ein Sofa geben. Denn Garfield ist faul. Garfield ist nicht nur faul, sondern auch sehr verfressen, weswegen wir Aufgabe 2 haben. Wir müssen so viele verschiedene Dinge essen, wie wir können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele verschiedene Nahrungsarten ihr denkt, dass ich am Ende gegessen haben werde. Schwieriger Satz, ihr wisst, was ich meine. Tippt mal los, bin gespannt, wer von euch am nächsten dran ist. Aufgabe 3 habe ich euch ja schon versprochen. Wir brauchen einen Freund, und zwar einen Hundefreund. Aufgabe 4, 5 und 6 sind sehr experimentelle Aufgaben, bei denen wir schauen, was wir als Katze so alles drauf haben. Wir machen eine Einblock-Challenge, wir schauen, ob wir Fallschaden bekommen, und wir testen, ob Creeper wirklich Angst vor uns haben. Was ich sehr hoffe, ansonsten endet das sehr böse. Und die letzte Aufgabe? Überlebe 25 Tage. Und es ist zwar kein Minecraft-Hardcore, aber bekannterweise haben Katzen ja nur 7 Leben. Ich weiß, manche sagen 9, aber wir haben 7. In unserem Fall heißt das, wir dürfen auch nicht öfter sterben, denn verlieren wir unser 7. Leben, sind wir tot. Und wie ihr seht, haben wir als Katze sowieso nur 5 Herzen. Das könnte problematisch werden. Aber machen wir uns keinen Kopf drum. Ich bin ausgerüstet. Stürzen wir uns ins Abenteuer. Jetzt wisst ihr über alles Bescheid und wir legen direkt los. Ich bin mittlerweile ausgerüstet. Wir haben eine Menge Steintools. Wir haben ein Bett für die Nacht. Und wir haben Tomaten gefunden. Aber nicht nur Tomaten, wir braten natürlich auch schon unser Lammfleisch durch. Und nur um die Spielregeln klarzustellen, Nahrungsmittel zählen nur einfach. Also roh zählen sie nicht extra wie gekocht. Also wir essen nur gekocht und nicht roh und sind hiermit bei Nahrungsmittel Nummer 1. Es gibt einige Aufgaben, die können wir sehr leicht erfüllen und einige sind deutlich schwerer. Und die deutlich schwerere Aufgabe ist natürlich, unser Haus zu bauen. Und deswegen möchte ich mit euch da auch direkt loslegen, einen Bauplatz zu suchen. Und der... Ich muss ganz ehrlich sagen, die Umgebung, in der ich hier bin, gefällt mir extrem gut. Wir haben hier einen Sumpf, das ist sicher nie verkehrt, einen Sumpf zu haben. Aber wir hatten da vorne auch so eine wunderschöne Ebene. Da würde ich ehrlich gesagt mich gerne niederlassen. Wir haben auch so noch ein paar Kleinigkeiten in diesem Modpack mit dabei. Unter anderem eine Karte, damit wir nie die Orientierung verlieren. Und optisch so ein bisschen einen anderen Look. Da ist mir wohl irgendein Resource-Pack mit untergekommen, was ich ausprobieren wollte. Das testen wir mal. Das Ding ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Blöcke schauen irgendwie cool aus. Wir sind hier am Spawnpunkt und mir gefällt der Ort tatsächlich ziemlich gut, um mich hier niederzulassen. Ich könnte mir vorstellen, hier so mit dem Berg im Rücken unser Haus hinzustellen. Das wäre eigentlich schon mega gut. Und wir haben sogar den Feind im Rücken. Das ist auch okay. Da kriegen wir vielleicht mal einen Eisengolem zur Hilfe her. Oder in LA. Jetzt aber nichts wie ins Bett. Tag 1 wäre geschafft. Damit bricht auch schon Tag 2 an. Und wenn wir mal so ein bisschen drauf achten, als Katze sind wir sehr, sehr weit unten. Es ist also gar nicht so leicht, immer nach oben zu schauen. Wir müssen da immer irgendwo raufhüpfen. Aber wir haben einen weiteren Nachteil. Schaut mal links unten. Wir haben nur 5 Herzen. Auf die müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Aber wenn wir von Nachteilen sprechen, schauen wir doch mal, dass wir auch ein paar Vorteile haben. Testen. Und da fällt mir als allererstes das Thema Fallschaden ein, das ich mit euch überprüfen möchte und was auch eine unserer Quests ist. Also lasst mal schauen, ob man als Katze wirklich immer auf den eigenen 4 Pfoten landet. Und dafür buddeln wir uns irgendwie da rauf, würde ich sagen. Ich habe mich da schon mal hochgearbeitet. Wir arbeiten uns da nochmal rauf, aber ich baue da so einen kleinen Weg rauf, würde ich sagen. Und dann hüpfen wir runter und schauen, was passiert. Okay, wir haben uns einmal nach oben gearbeitet. Jetzt hüpfen wir. Ja! Und keinen Fallschaden bekommen. Das ist ultra gut. Allerdings müssen wir noch den ultimativen Test machen. Wir bauen uns bis zur Bauhöhe rauf und schauen dann,
ob wir keinen Schaden nehmen. Aber das machen wir nicht jetzt. Das heben wir uns für später auf. Jetzt möchte ich mit euch etwas auseinandernehmen, was ich gefunden habe, gerade vorhin schon. Ich hätte gehofft, dass wir vielleicht auf das ein oder andere Eisen stoßen vorher noch, aber dem war bisher nicht so. Vielleicht finde ich hier in der Höhle was. Dann könnten wir uns nämlich ein Schild zur Verteidigung machen, denn alle anderen Mechaniken sind in dem Spiel ganz normal wie Minecraft auch. Wir übernehmen die Eigenschaften der Katze, aber können immer noch Dinge craften, uns ausrüsten, Rüstung machen etc. Eisen scheint mir nicht vergönnt zu sein. Ich hatte vorher noch einen Spawner gesehen, habe dann schnell eine Fackel platziert, bin weggelaufen, weil da ein Skelett war. Ich hoffe, da spawnt jetzt auch nichts. Ich mache immer so Nummer sicher. Wenn wir da jetzt Eisen drin finden, wäre genial. Schnüre. Wir Katzen lieben Schnüre. Musik-CD und Melonensamen. Gold haben wir gefunden, aber kein Eisen. Oh, verrottetes Fleisch zählt ebenfalls. Oh, wir haben keinen Hunger. Das müssen wir auch noch essen, damit wir unseren Counter auf 2 kriegen, unseren Essenscounter. Und den restlichen Tag war ich damit beschäftigt, weitere Rohstoffe heranzuschaffen. Und schaut mal, wie gut das funktioniert hat. Unser Rohstoffsammelergebnis: jede Menge Kohle, Salz, Tomaten und 24 Eisen, die wir ratzfatz in den Ofen schmeißen sollten. Zack, Ofen, Werkbank können wir auch hier aufstellen. Kohle rein, Eisen rein, Salz und Tomaten. Kommt euch noch nicht bekannt vor? Ich habe mir da was einfallen lassen. Denn eigentlich ist das Lieblingsessen von Garfield Lasagne. Dafür habe ich aber keine Mod gefunden. Aber wir können Pizza backen. Dafür brauchen wir Brot, Tomaten, Käse. Käse brauchen wir Salz und Milch. Wir müssen Garfield ja auch wirklich gut machen. So, dass sie sich auch wohlfühlen bei uns. So, jetzt erweitern wir mal unseren Essenshorizont. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Yes, Nummer 4 Tomate ging auch. Wenn das Eisen hier im Ofen brutzelt, möchte ich mit euch gerne eine Aufgabe von unseren 7 Aufgaben erledigen. Und die erste ist ganz, ganz simpel. Unsere Ein-Block-Challenge würde ich gerne tun. Und die Frage ist einfach, schaue ich nur klein aus als Katze? Oder bin ich auch klein? Wenn ich jetzt da reinlaufen kann, habe ich ganz schön viele Vorteile in der Nacht. Und ich habe nie daran gezweifelt. Wie gut ist das? Wenn wir von einem Skelett verfolgt werden, schwupp, einfach in Deckung gehen. Zombie das Gleiche. Nur das Baby-Zombie, was mich da vorhin gerade verfolgt hat. Vor dem hätte ich nicht so davon laufen können. So, aber eine Aufgabe schon mal erledigt. Schauen wir, dass wir unsere schwere Aufgabe ein bisschen vorantreiben. Dafür werde ich das Gelände hier ein bisschen anpassen, dass wir unser Haus dort dann wunderbar draufstellen können. Jetzt bin ich gerade nochmal fleißig in einer Höhle unterwegs gewesen und stelle mir dabei folgende Frage. Da ist der Creeper. Können wir da Aufgabe 2 auch schon lösen? Haben Creeper Angst vor uns? Aber ich höre irgendwo Skelette. Boah, ich glaube, ich bin da. Oh, ich wollte gerade, ich bin da knapp meinem Tod entgangen. Aber wir wissen, wie wir mit Skeletten umzugehen haben. Schön verstecken. Hallo? Ich komme natürlich auf Augenhöhe raus. War ja klar. Okay, Skelett wäre geschafft. Aber Creeper-Test konnten wir noch nicht durchführen. Oh, wenn ich getroffen werde, bin ich fast Geschichte. Ich habe nur so wenig Leben. Das ist echt nicht gut. Wir müssen unseren Fokus jetzt auf eine Rüstung legen, um ein bisschen mehr auszuhalten. Okay, wir gehen mutig da rein. Und, ja! Schaut ihn euch an! Aufgabe erledigt! Wir wissen es! Creeper haben Angst. Ja, komm her. Und sie kommen her. Dann schauen sie mich an, checken, dass ich eine Katze bin und drehen um. Wuhu! Buhu! Rah! Rah! Okay, wenn ich ihnen zu nahe komme, dann machen sie eine Übersprungshandlung. Ich muss hier raus. Aber die Höhle schaut sehr vielversprechend aus. Wir gehen ja gleich wieder rein. Aber wir rüsten uns vorher besser aus. Einmal eine Eisenbrustplatte, Hose, Helm, Schuhe, Schild. Man sieht es auf der Katze nicht, aber man sieht es unten an unserer Rüstungsanzeige. Wir sind nun definitiv stärker geworden. Ich habe mir noch einen Bogen gemacht, da ich ja schon einen Pfeil habe. Und jetzt würde ich sagen, ruhen wir uns noch einmal im Bettchen aus und machen dann eine kleine Höhlentour. Guten Morgen zu Tag Nummer 5. Bevor ich mich ins Bettchen gelegt habe, habe ich tatsächlich noch ein kleines Feld angelegt. Weizen und Melone. Tomaten konnte ich leider nicht anpflanzen, weil ich nicht smart genug war, fällt mir gerade auf. Zack, Tomatensamen draus gemacht und jetzt können wir auch Tomaten anpflanzen. Wir sind auf alle Fälle gerüstet für ein kleines Höhlenabenteuer und schauen, dass wir da mal möglichst viele Ressourcen ranschaffen, damit wir uns dann ans Bauen machen können. Team 37 Eisen. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Bisschen Salz und Enderperle habe ich auch noch auftreiben können. Rohstofftechnisch für die Grundtools sind wir, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Das heißt, jetzt wagen wir uns an den nächsten Punkt. Wir müssen unser Haus planen und bauen. Und dazu machen wir doch mal eine kleine Zeichnung im Notizblock.
Jetzt wissen wir ungefähr, in welche Richtung es gehen soll und können auch schon mal den Grundriss grob abstecken. Dafür nehme ich am besten ein bisschen Cobblestone her. Hier vor den Bergen, habe ich gesagt, fände ich es ganz schön. Wir bauen es auch hier hin. Grundfläche steht. Jetzt steht nicht nur das Hauskonzept, sondern auch das Fundament. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich bin allerdings ein bisschen am Verhungern und hoffe, dass essenstechnisch bald ein bisschen mehr hier geht. Ja, aber der Rest ist, glaube ich, noch nicht fertig ausgewachsen. Davon werde ich nicht satt. Glaub, ich muss die ein oder andere Kuh hier snacken. Die Schafe darf ich nicht mehr snacken. Die brauchen wir nämlich und die werden wir auch gleich einfangen, alle Stück für Stück. Denn wir brauchen für unseren Hausbau blaue Blöcke. Hellblaue Blöcke, ganz genau. Und dafür nehmen wir am allerbesten Wolle, weil alle anderen hellblauen Blöcke sind einfach schwieriger zu bekommen. Wir werden wir schon auch nutzen, verschiedene hellblaue Blöcke. Aber Wolle wird der Hauptrohstoff sein. Deswegen Schäfchen zu mir. Und Kühe. Ja, können wir eigentlich auch mitnehmen, aber die, denen geht's halt nicht ganz so rosig. Wenn man sich das so ansieht, fragt man sich schon so, warum die Tiere der Katze folgen. Den restlichen Tag habe ich dann damit verbracht, einen Zaun zu bauen und jede Menge Tiere heranzuschaffen, die sich hier in meinem neuen Gehege bequem machen können. Tag 8 bricht an mit einem weiteren Punkt auf unserem Essenscounter. Oh, Steak macht ganz schön satt. Sehr gut. Ich habe gesagt, wir brauchen hellblaue Blöcke und nicht weiße Blöcke. Sprich, wir müssen unsere Schafe noch färben, aber Gott sei Dank wachsen hier sehr viele blaue Blumen. Und im Sumpf vorne auch, wenn es ist. Aus den blauen Blumen gewinnen wir blauen Farbstoff. Und aus den Knochen weißen Farbstoff. Daraus wird jede Menge hellblauer Farbstoff. Und wir können wir können eine Schere im Inventar craften. Und dann unsere allerersten hellblauen Blöcke gewinnen. Zack. Hallo. 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 Oh, das graue Schaf färben wir auch blau. Und schon haben wir 13 Blöcke für unsere Wand hier. Ich würde auch gleich mal eine Blockpalette hier aufbauen, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, in welche Richtung das Gebäude gehen wird. Deswegen schaffen wir mal noch mehr Dinge ran, die wir brauchen. Und dazu gehört auf alle Fälle auch Clay. Obwohl wir Sand und Kies auch nicht unterschätzen sollten, denn daraus können wir uns Beton machen. Und hellblauer Beton ist sicher ein schöner Kontrast zu der ganzen Wolle. Sand und Kies ergibt Beton. Auch ein schöner hellblauer Block. Passt auch wunderbar in Kombination mit der Wolle. Selber Farbton, einfach eine leicht andere Textur. Das ist richtig gut. Und man darf nicht vergessen, wir haben hier noch die Option, den so aussehen zu lassen. Auch noch eine Blockvarianz. Ich würde sagen, mit hellblauen Blöcken sind wir damit eigentlich ganz gut eingedeckt, damit unser Haus an der Wand nicht allzu langweilig aussieht. Dann haben wir noch den wunderbaren Kamin in der Mitte. Dafür hatte ich mir überlegt, wir kombinieren Ziegel mit Granit, obwohl der Granit in dem Texture-Pack fast cooler ausschaut als der Ziegel. Aber ich mache trotzdem eine Kombination. Erfahrungsgemäß schauen Kombinationen immer besser aus. Für die Fensterläden würde ich sehr, sehr gerne etwas Neues ausprobieren. Denn es gibt so eine Cinnamon Trapdoor. Wenn wir das Holz finden, verwenden wir das. Wenn wir das Holz nicht finden, dann verwenden wir Fichtenholz für die Fensterläden. Und dann wäre da noch das Dach. Dafür brauchen wir Deep Slate. Und das ist eine andere Mission. Da müssen wir weit unter die Erde mit unseren wenigen Katzen leben. Aber wir stellen uns der Herausforderung. Den ganzen Tag 9 verbrachte ich damit, Rohstoffe in der Umgebung zu sammeln und zu produzieren. Und dabei scheute ich keine Mühen und baute sogar direkt unter Wasser aus einer Tür raus ab und nahm mir noch einen kleinen Snack für später mit. Auch Tag 10 ist schon fast wieder vorbei und ich bin noch nicht fertig mit der Rohstoffsuche. Aber ich denke, damit können wir jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. Nachdem ich aber so fleißig war, habe ich mir mal wieder einen kleinen Snack verdient. Den Fisch haben wir und wir haben hier auch Melonen. Ein weiteres Essen auf unserer Liste. Genauso wie der Fisch. Und seien wir mal ehrlich, diese Texture Pack schaut irgendwie so nett aus mit den Texturen. Gerade beim Essen, finde ich, haben sie irgendwie besondere Mühe gegeben. Oh, weia. Jetzt haben wir vielleicht ein kleines Problem. Vor allem, weil den will ich eigentlich gar nicht umhauen. Aber die sind natürlich genau da, wo ich bauen muss. Da oben wäre eine Lavaquelle. Ich könnte den also in Lava tunken. Ja, hört sich nach dem Plan an. Ich gehe Lava holen. Okay, wir sind bei der Lavaquelle. Zack, einmal das Lava eingesammelt. Jetzt nichts wie runter. Runter können wir springen. Und jetzt müssen wir die Dudes nur irgendwie anzünden, ohne uns selbst anzuzünden. Hallo? Sind die weitergezogen? Ernsthaft? Die gehen echt einfach weg. Na gut, Fleischzeug. Hebe ich mir den Lavatrick für wann anders auf.
Ich hatte den Hausbau total unterschätzt und auch viel zu wenige Ressourcen herangeschafft, weswegen ich die nächsten 4 Tage damit beschäftigt war, weitere Ressourcen heranzuschaffen und die untere Etage des Hauses fertig baute. Wir sprechen da aber noch ohne Inneneinrichtung. Das kommt jetzt erst noch. Lasst mich euch mit reinnehmen in die gute Stube. So sieht's aus. Im Moment ein riesen Ballsaal. Das muss natürlich unterteilt werden. Wir brauchen ein gemütliches Wohnzimmer und eine Küche und danach einen Weg nach oben in einen Schlafbereich. Wir haben zu viel Platz, werden den auch nicht ganz ausfüllen. Aber damit wir beim Ausfüllen ein bisschen Hilfe haben, habe ich noch etwas Kleines dem Spiel hinzugefügt. Dafür nehmen wir einmal Holz und dann ein Eisen in die Mitte. Und dann bekommen wir eine Möbelwerkbank. Oh, vielleicht sollten wir so eine kleine Werkstatt da innen reinbauen mit unserem ganzen Ressourcenzeug. So, das Ding sieht so aus. Und wenn wir da jetzt rangehen, haben wir hier ganz viele Möglichkeiten, die wir auch hier rechts sehen, an Inneneinrichtungsgegenständen. Unter anderem können wir auch Böden craften, glaube ich. Ah, das geht sogar in der Werkbank. Und vor allem können wir ein Sofa machen. Das brauchen wir auf alle Fälle. Denn wir wissen aus dem Trailer, richtig, faul ist er der Garfield. Und aus dem Grund haben wir noch ein kleines Sidequest. Wir brauchen eine Couch. Wir brauchen einen Fernseher und natürlich einen Kühlschrank. Couch und Fernseher kommen ins Wohnzimmer, Kühlschrank in die Küche und Küchenelemente gibt es auch unglaublich viele. Mein Plan war eigentlich jetzt die Inneneinrichtung zu machen, das funktioniert aber nicht. Ich muss leider erst einen Teil des Daches bauen, weswegen wir einmal unser Inventar leeren und dann in die Tiefen der Mine steigen, denn fürs Dach brauchen wir Deep Slate. Und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Wir sollten auf dem Weg nach unten irgendwo noch Kohle einsammeln, wenn wir vorbeikommen, weil wir definitiv mehr Fackeln brauchen. Aber gut, lasst uns das Abenteuer einfach mal angehen und schauen, dass wir mit viel Deep Slate wieder raufkommen. Eisen und Holz habe ich dabei, um neue Spitzhacken zu machen. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. So, die Höhle ist jetzt hier ziemlich zu Ende. Ich habe irgendwie nicht weiter was gefunden, was spannend wäre. Da geht es wieder nach oben. Und ich muss tendenziell für Deep Slate ja nach unten, weswegen wir uns hier einfach in die Tiefe buddeln. Und wir haben direkt einen Minenschacht gefunden. Das kann ziemlich schnell ziemlich böse enden. Da jetzt einfach reinspringe. Deswegen bereiten wir uns hier eine Fluchtluke vor. Aber immer noch nicht tief genug für Deep Slate. Und wir müssen uns den Weg nach draußen merken. Zur Abwechslung sogar mal Gold gefunden. Oh, jede Menge sogar. Uiuiuiui. So, jetzt bin ich schon ganz schön weit unten, aber immer noch zu hoch für Deep Slate, wie es ausschaut. Ich gehe mal an die niedrigste Stelle und dann buddeln wir uns noch weiter nach unten. Ja, machen wir hier. Und da haben wir das gute Deep Slate-Zeug. Hervorragend. Oh, da brauche ich eine Menge. Da werde ich jetzt eine Menge abbauen. Ein Tag, eine Nacht unter der Erde. Was hat sich rentiert? Wir haben 6 Stacks Deep Slate. Die bringen wir jetzt nach oben und zimmern damit unser Dach. Wir müssen nur den Weg hier wieder rausfinden. Ich habe rausgefunden, aber man sieht auch eindeutig, warum wir ein Dach brauchen. Es regnet rein. Das Wetter ist schön und wir können uns daran machen, hier ein Dach drauf zu zimmern. Ich glaube, das wird gar nicht so einfach werden, aber wir kriegen das hin. Die nächsten Tage war ich damit beschäftigt, das Dach zu bauen und natürlich den Kamin auch noch mit dran zu zimmern, was sich als gar nicht so leicht rausstellte, denn es waren natürlich wieder mal mehr Blöcke, als ich geplant hatte. Und deswegen bin ich noch einmal schnell ganz in die Tiefe, habe Deep Slate geholt, Diamanten nebenbei gefunden, bin wieder rauf und habe endlich das Dach fertiggestellt. Tag 20 bricht an und man kann eigentlich sagen, das Haus steht. Schaut es euch mal an. Ja, da fehlt noch ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen steht's. Ja. Und weil ein Großteil von dem Ganzen schon steht, also wenn ich sage Großteil, dann meine ich, es steht eigentlich alles bis auf das Obergeschoss. Da muss man nochmal ran, aber Fokus ist sowieso erstmal auf den Bereich hier unten. Und da möchte ich nun endlich ein Wohnzimmer mit einem Fernseher reinbauen. Der Fernseher muss definitiv an der Wand sein. Ich überlege nur gerade, wie ich die Wand hier einziehe. Wahrscheinlich bietet es sich so am besten an. Ich habe Wände eingezogen. Kommt mal rein. Eingangsbereich. Dann haben wir hier so einen kleinen Flur, einen großen Flur, wo man auch wieder Dinge aufstellen kann. Vielleicht sogar auch eine kleine Spielecke. Dann haben wir rechts einen Bereich, wo ich eine Küche und ein Esszimmer reinmachen möchte. Und wir haben hier drüben einen Bereich für ein gemütliches Wohnzimmer. Und oben ist dann Platz für Schlafen, Wohnen etc., was man so noch braucht. Die Wände sind nun oben auch schon eingezogen, Fenster auch drinnen.
Das ist aber fürs erste Mal ausreichend. Machen wir uns mal ans Wohnzimmer. Dafür habe ich eine hellblaue Couch mitgebracht. Weil wir sehen können, sitzt hier Garfield auch auf so einem schönen blauen Ohrensessel. Oder fällt mir auf, den blauen Ohrensessel habe ich sogar. Schaut mal. Zack, da ist er. Und jetzt die Couch noch passend dazu. Yep, Tisch zwischenrein. So ein Couchtisch. Nope, der ist mir zu groß. Wir machen so einen flachen. Und dann einen schönen Flachbildfernseher hier hinten auf so ein Sideboard. Und jetzt, wo es Abend wird, können wir gleich mal eine kleine Szene hier auf unserem Fernseher genießen, würde ich sagen, oder? Schauen wir rein, würde ich sagen. Sag stopp. Niemals, John. Überhäuf mich mit Käse. Das war meine Lieblingsszene aus dem Trailer. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut euch gerne den Trailer Garfield eine extra Portion Abenteuer an oder geht direkt ins Kino. Wohnzimmer steht soweit. Vielleicht baue ich die Tische da hinten noch ein. Tag 21 ist angebrochen. Und weil wir jetzt nur noch 5 Tage haben, bis wir unsere ganzen Aufgaben mal erledigt haben müssen, müssen wir uns ein wenig ranhalten. Und ich möchte heute eine Aufgabe ganz final abschließen. Und Entschuldigung. Lass mich wieder ablenken. Und die Aufgabe machen wir quasi jetzt hier nebenbei. Ich brauche noch ein bisschen von diesem wunderbaren Birkenholz. Das brauche ich für unsere Küche, die ich noch bauen möchte. Und außerdem suche ich auch noch einen Grund, um ein bisschen weiter von meiner Base wegzukommen. Denn das, was wir jetzt machen, schaut ein bisschen hässlich aus. Wir machen den ultimativen Fallschadenstest. Für den Test laufe ich hier ein bisschen ins Hinterland. Und ein bisschen so in erhöhtes Gebiet. Ich glaube, hier passt das schon. Ich habe eine Menge Erde im Inventar. Wichtig ist, dass wir nicht ins Wasser springen, sondern wirklich auf festem Boden landen. Da ungefähr. Und jetzt gehen wir mal bis an die Weltengrenze. Wir können sogar zu unserem Häuschen rüberschauen. Dann achte links auf dem Schatten, wie die Katze hüpft und baut. Garfield, go! Ich hätte das mal aus Sand oder aus Kies machen sollen. Dann hätte ich es nachher ganz einfach mit einem Klick abbauen können. Jetzt steht das Ding wirklich hier für alle Ewigkeit. Naja, hüpf, Garfield. 255 ist hier noch die maximale Bauhöhe. Und wenn wir jetzt gerade eben doch schon hier oben sind, warum übertreiben wir dann nicht einmal kurz mit unserer Sichtweite und schauen uns die Umgebung an? Denn wir brauchen ja noch unseren Hundefreund und den finden wir eher hier so in Fichtengebirgen. Und ich sehe da auch schon einen Baum, den ich gerne hätte. Schau mal, wie schön der Shader ist. Und mit den Wolken. Oh, wow. Und unser Haus mittendrinnen. Sehr kitschige Kirschbäume. Aber auch die haben wir in der Umgebung. Sehr gut. Also Richtung Westen müssen wir nach unserem Hundefreund schauen. Sichtweite wieder runter reduziert. Und dann habe ich gesagt, Ziel wäre, dahin zu springen, okay? Das wird kein Water-MLG. Wir hoffen, dass Katzen keinen Fallschaden nehmen. Sonst haben wir eins unserer 9 Leben vertan. Eins unserer 7 Leben vertan. Es passiert wirklich gar nichts. Wir sind von ganz da oben. Ey, Katze sein. Das hat in dem Fall wirklich, wirklich Vorteile. 4 Knochen habe ich dabei. Ich hole mal schnell, ich glaube, ich habe noch 2 in der Kiste. Hol mal schnell noch welche. Und dann schauen wir tatsächlich direkt, dass wir unseren Hundefreund finden. Oddi. Nein, ich bin umsonst hergelaufen. Wir haben nicht noch mehr Knochen. Hoffen wir, dass 4 reichen. Wenn hier Schafe sind, sind ja wahrscheinlich keine Wölfe in der Nähe. Das ist jetzt gerade nicht gut. Als Katze im Wald hat man den ganz klaren Vorteil, man ganz einfach unter Dingen durchhuschen kann. Hase! Ich fange dich nicht, keine Sorge. Ich suche einen Wolfkollegen. Wir haben bereits tiefste Nacht. Ich konnte noch keine Wölfe ausfindig machen. Überall Monster. Aber kein Hund, wollte ich gerade sagen. Da ist einer. Werde ich verfolgt? Nein, hallo? Hallo? Willst du mein Oddi sein? Oh oh. Bitte. Bitte. Ja, yeah, der letzte Knochen. Und Fass, Oddi. Fass. Ich habe Oddi geschlagen. Oddi, tut mir leid, wirklich. Oh, das ist noch mehr. Ich habe für euch leider nichts mehr. Und das Fleisch brauche ich selber. Aber du hast schon was bekommen. Komm, Oddi, wir gehen. Jetzt nichts wie nach Hause. Jetzt werden meine Katzenleben ganz schön auf die Probe gestellt. Ich habe nur noch 1,5 Herzen. Und da ist schon wieder eine Spinne und ein Skelett. Und zu essen habe ich auch nichts mehr. Na, ein bisschen Slalom laufen. Nur noch 1 Herz. Oddi! Da. Er hat überlebt. So, ich hau nochmal schnell Melone in mich rein. War jetzt am einfachsten greifbar. Dann heile ich wenigstens ein bisschen. So, Oddi, sitz. Aufgabe erledigt. Sehr gut. Damit wir auch die letzten Aufgaben noch erledigen können. Und dazu gehört natürlich das fertige Haus. Und zum fertigen Haus gehört nun mal auch ein Kühlschrank und eine Küche. Und damit wir das fertig machen können, werden wir noch einmal loszischen.
und ein paar Baumaterialien holen. Das war eben dieser eine besondere Baum, bei dem ich mir das Holz einbilde. Schau mal, ob ich das jetzt finde. Ich hatte das auch ganz am Anfang vom Spiel mal in der Ferne in der Richtung gesehen. Dachte mir aber, das kann ich später auch noch holen. So, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war das hier, oder? Cinnamon Log. Habe es gefunden. Und sogar einen Setzling dazu. Perfekt. Hier ist noch mehr. Und daraus kann man Zimt machen, aber man kann eben auch so hübsche Türen machen. Und auch die passenden Falltüren dazu. Und das wäre genau die Farbe, die ich mir als unsere Türen und Falltüren vorstelle. Also, abbauen. Mitnehmen. Bei dem Baum ist ganz interessant, den muss man händisch abbauen. Aber dafür bekommt man aus fast jedem Blatt was raus. Entweder Zimt oder einen Setzling. Oh, haben wir eigentlich schon Schweinefleisch gegessen? Kann mich nicht erinnern. Kommt auf unsere Liste. Wieder zurück beim Haus brutzelt unser neues Essen. Und ich mache uns aus unserem Cinnamon, mache ich uns Planken. Ich glaube, man kann keine Türen herstellen. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Oh no, schaut mal. Tür geht nicht. Falltür geht. Da wurde das Rezept vergessen, glaube ich. Okay, das ist schade. Aber ich glaube, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Weil ich eine Katze bin. Reicht mir das. Ich finde die Farbe eigentlich ganz passend. Bin aber überlegen, die Tür ein Stückchen größer zu machen. Dann ist es zwar nicht mehr so ganz schön mittig, die Tür. Das spielt aber bei dem Gebäude eh keine große Rolle, finde ich. Und so ist es irgendwie, passen die Proportionen besser. Und dann fehlen hier an den Fenstern noch die Fensterläden. Und so. Dekorativ hätte ich dann an der Hausecke gerne noch eine Kette, die in ein Regenfass führt. Und natürlich mache ich das Regenfass aus dem gleichen Holz. Vorderseite kann sich sehen lassen. Einzige, was ich jetzt nicht machen kann, die Laterne exakt schön mittig über die Tür hängen. Aber so, denke ich, können wir es auch gelten lassen. Nimm mein Bett heute mit ins Haus. Heute schlafe ich drinnen. Tag 23, die Sonne geht auf und jetzt muss ich noch den letzten Feinschliff anbringen. Ich meine, es ist schon echt hübsch geworden, gerade mit den Fensterläden hier vorne. Und wenn ich auf dem Bild genau schaue, dann sind auch die Fensterläden nur an der Vorderseite. Seitlich sieht man keine, die würde ich jetzt auch einfach weglassen, vor allem, wenn mir das Holz ausgeht. Wozu mir aber nicht das Holz ausgeht, sind neue Küchenmöbel. Und das werde ich jetzt machen. Los geht's mit der Inneneinrichtung. Und so war es dann auch. Die nächsten 2 Tage verbrachte ich intensiv damit, das Haus innen so schön wie möglich zu gestalten. Tag 25, der letzte Tag. Und damit haben wir eine ganz wichtige Aufgabe abgeschlossen. Wir haben nicht ein einziges unserer Katzenleben verbraucht. Wuhu! Aber auch nur, weil wir keinen Fallschaden bekommen. Ich war die letzten 2 Tage fleißig. Ihr seht schon, es gibt einen schönen Eingang, es gibt Blümchen. Außen ist auch das Haus dekoriert. Und drinnen hat sich natürlich auch jede Menge getan. Stauraum habe ich jetzt hier schön nach innen verlegt. Das heißt, der Eingangsbereich und der Vorraum hier haben auch endlich einen Sinn. Wohnzimmer hat sich nicht wirklich was getan. Der Boden hat sich ein bisschen geändert. Aber schaut euch mal die Küche an. Essbereich und Küche mit funktionierendem Ofen. Und auch hier, die ganzen Fächer kann man komplett einräumen. Und Garfield ist glücklich, denn Garfield bekommt einen funktionierenden Kühlschrank. Schaut mal. Knopf wird gedrückt und zack, bringt ein Steak raus. Aber ich möchte mit euch jetzt gar kein Steak essen. Ich möchte mit euch noch Dinge essen, die wir gar nicht gegessen haben, bevor wir etwas Finales, Grandioses machen. Duldet euch. So, wir essen auf alle Fälle mal ein Schweinesteak. Dann einen goldenen Apfel oben drauf. Und dann sind wir vorerst mal mehr als satt. Aber das reicht mir noch nicht. Wir müssen machen eine Lasagne. Nein, wir können leider keine Lasagne machen. Aber wir können etwas ähnlich Gutes machen. Pizza, meine Freunde, Pizza. Wir brauchen ein paar verschiedene Zutaten. Zutaten Nummer 1, Mehl. Also Weizen, um genau zu sein. Nummer 2, Tomaten. Nummer 3, Salz. Nummer 4, Milch. Und dann lasst uns in die Küche gehen und backen. Wie der Creeper vor der Tür steht, der will auch was. So, wir backen. Wir haben hier eine wunderbare Backunterlage. Und wir backen auf alle Fälle mal Brot. Aber für den Teig. Dann machen wir Käse. Schaut mal. Oh, Butter kann man auch machen. Aber nein, wir machen Käse. Da kommt jede Menge Käse raus. Und dann packen wir unseren, das wird unser Pizzateig. Und obendrauf, auf dem Pizzateig, kommt Käse. Und wir haben eine Käsepizza. Und wir platzieren sie
auf dem Tisch. Und mit ein bisschen Hunger ist Pizza jetzt das letzte Stück Essen, das wir in uns hineinschlingen. Damit wären 25 Tage Minecraft als Garfield geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wer jetzt mehr Lust auf Katzen und auf die besondere Katze Garfield hat, ab sofort ist Garfield eine extra Portion Abenteuer in allen deutschen Kinos. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!